Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Moonglow Bay. Und ja, wir suchen jetzt gerade bei den Hochinseln hier. Das sind die Hochinseln. Wir suchen eigentlich einen bestimmten Fisch. Was ist das hier, irgendwie der einsame Felsen auf einmal? Achso. Also Hochinsel wurde mir bisher... Doch, jetzt wird mir Hochinseln auch wieder angezeigt. Vielleicht... Aber nee, das ist ja ein großer Fisch, kein kleiner Fisch, den man jetzt mit dem Netz fangen kann. Das kann ja eher nicht so sein, dass das hier so gefangen wird. Nee, nee. Ich warte auf die vorbeischwimmenden Fische. Nee, da ist nichts Besonderes bei. Goldfisch ist auch nicht der Fisch, den wir suchen, und bald haben wir keine hochwertigen Köder mehr, das ist das Problem. Da müssen wir neue holen, müssen wir neue besorgen. Ist halt dann leider so. Flockenfisch. Der sieht hübsch aus. Ist aber auch nicht der Fisch, den wir suchen. Unser letzter Köder gerade gewesen sein oder vorletzter. Naja. Jupp, ich habe keine mehr. Jo, das ist nicht so gut, ne? Da müssen wir wieder fahren. Da müssen wir neue Köder besorgen. Das wird ein bisschen dauern. Auf geht es zurück zum Hafen. Möchte sie irgendwas von uns, wenn sie da so steht? Potato, wir sind doch Freunde, oder? Klar doch, warum fragst du? Darf ich dir ein Tagebuch ausleihen? Danke, was ist das? Nur ein kleiner lokaler Brauch unter Kumpels. Und noch ein kleiner Tipp, wenn du neue Freunde in der Stadt finden willst, solltest du deine Kochkünste teilen. Betrachte uns als deine Familie. Oh, wie süß. Oh, Poesiealbum. Wie süß. Das ist süß. Das ist sehr süß. Das ist sehr, sehr süß. So. So. Das gibt schon mal ordentlich neue Köder dann. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen was im Meer quasi gefangen, was ich zu Ködern verarbeiten kann. Das Köderrezept müsste ich ja mittlerweile eigentlich beherrschen, oder? Das sollte ich eigentlich tatsächlich das Ding. Das, also gucken wir mal. Das kann man beherrschen. Sieh mal einen an. Wir haben noch das Fleischerball bekommen. Ich gerade überlege, vielleicht sollten wir erstmal gucken, dass wir Fische abgeben.
Weil wer weiß, vielleicht sind da Fische dabei, die wir noch nicht abgegeben haben bisher. Wir müssen schon sicher gehen, dass das alles hier seine geordneten Bahnen nimmt bei uns hier im Moonglow Bay. Haha. Erst immer Museum, bis sie Aquarium gucken. Kaum auszumalen, wenn wir jetzt einen Fisch hätten, den verarbeiten, den wir noch nicht analysiert haben. Na, guck mal. Wasserbabys. Ah, ist leider der. Naja, müssen wir trotzdem einmal einreichen. Perfekt, ich werde alle meine Notizen dazu in den Tagebuch eintragen. Ja, dann mach dort mal. Es ist jetzt ein bisschen blöd, dass man das abbrechen kann und dass sie ja nicht zurückkommen. Ach stimmt, das war das Problem hier. Also das ist halt wirklich einfach ein Bug, ne? Das ist halt das Lustige. Es ist halt wirklich einfach verbuggt in der Hinsicht. Oh, das ist jetzt nicht wirklich ein krasser Fang. Naja. Dann holen wir doch einfach jetzt gleich hier vorne mal ganz kurz ein paar. So. So, dann gehen wir zur Küche und dann machen wir ein paar Köderchen fertig. Die müssen wir noch manuell kochen. Die müssen wir nur hacken, ist ja easy. Oh, mehrmals hacken. Wow, das Hacken ist krass. Okay. Nice. Das Rezept, kann man das überhaupt meistern? Oder ist das eins, was man nie meistern kann dann? Muss man echt ein bisschen aufpassen, wenn es seine Richtung wechselt, dann kann er nämlich ganz, ganz schnell, muss man andrücken teilweise. Okay, bis jetzt noch keine einzige Stufe. Na gut. Aber wir können auch noch Sachen kochen, ne? Essen. Ja, nur noch gekochter Hummer. Ja, machen wir das doch eben. Besser als gar nichts, würde ich sagen. So. Neues Rezept. Hummer und Steak. Nice. Fisch kochen. Wir schaffen es. Steak und frittieren das. Da holen wir es die Gewürze und frittieren die Gewürze. Das kann ja nicht sein. Man frittiert Gewürze nicht. Nein! Nur 2 Sterne. Ich hab verkackt. Ich hab verkackt. Naja. Ist wirklich der Preis pro zubereitetes Ding. Also, wir dürften jetzt über 1000 haben. Wenn ich das richtig sehe.
So, jetzt überlege ich gerade, was wollten wir nochmal machen? Was wollten wir nochmal machen? Hochwertige Köder haben wir hergestellt. Wir wollen hochwertige Köder noch eintauschen. Klar, schau dich um. Ja. Wenn du sonst noch etwas brauchst, melde dich einfach. Nö, nö, ist alles gut. Ist alles okay hier. Ich habe gar kein Problem. Doch, ein Problem habe ich. Ich brauche diesen Fisch. Das ist ein Problem. Wieder auf zur Hochinsel oder zu den Hochinseln. So. Ist mein Charakter aber ganz schön müde, wa? Trotzdem angeln wir jetzt noch. Ups. Wollkopf wieder? Okay, wir hatten schon mal Wollkopf, oder? Ich glaube schon. Noch ein Wollkopf. Ein roter Trommler. Das ist er wohl auch nicht. Wann müssen wir ja kriegen? Dschungelkönig, da ist er doch. Yay. Da ist er, da ist er. Wir haben ihn gefunden. Wir haben ihn gefunden. Auf geht's nach Hause. Mit dem Dschungelkönig. So. Ich glaube, das ist Part 4, die ich jetzt schon aufnehme, ne? Ah, und dann noch ein Part gleich, da haben wir gleich wie Part Sunhaven, gleich wie Part Spoonglow Bay und dann geht's los mit einem neuen Spiel. Unfassbar. Heute gibt's ein schönes, süßes neues Spiel. Ach, 1058 Muscheln, ich bin richtig reich. Aber das Geld auch schnell wieder weg ist. Wir werden ein bisschen was ausgeben. Ja, so ist das halt leider. Geld ist auch schnell wieder weg. Da, bam, bam, ba, da, bam. Dum 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 da dum 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 da dum dum dum. So. Stimmt. Oh, Gott sei Dank. Was für ein unglaubliches Glück, dass du hier warst. Es war kein Glück. Der Arzt war förmlich krank vor Sorge. Ein Scherz in diesem Moment? Ernsthaft? Es war ein Unfall. Oh. Mr. Fischer, Ligaia hat aus ihrem Martyrium nur leichte Schürfwunden davongetragen. Wie kann ich dir danken? Ach, das kannst du nicht. Ich meine, ist es nicht nötig? Ich wollte damit nicht sagen, dass du keine Belohnung, dass keine Belohnung angemessen sei. Bitte hör einfach auf zu reden. Es gibt tatsächlich etwas, das ich gern tun würde. Das Exterieur der Praxis renovieren. Die Bay wird geschäftiger werden und ich möchte helfen. Oh. Das werde ich dir nicht ausschlagen. Ich freue mich, dass Paris seinen guten Geschmack beibehalten hat, was Freunde betrifft. Jo. Potato, nochmals vielen Dank für dein freundliches Angebot, die Praxis zu renovieren. Ich weiß, dass viele andere Immobilien in der Stadt deine Hilfe brauchen könnten, auch wenn die Besitzer vielleicht erst ein wenig überzeugt werden müssen. Ja, dann reparieren wir sie doch jetzt. Nice.
Tada! Kann man ihn direkt mit ihm reden und bedankt er sich jetzt? Potato, nochmals vielen Dank für dein freundliches Angebot hier. Ja, das war nicht nur ein freundliches Angebot, aber gut. Hey, Mr. Fische, danke nochmal für den gedünsteten Puposchwanz und du weißt schon, für deine Hilfe, mich an Dad zu erinnern. Wie man bei immer sagt, wenn du Freunde finden willst, geh nicht sowas kochen für andere. So, dann wollen wir mal ganz kurz den Dschungelkönig abgeben gehen. Das war doch der Dschungelkönig, den wir suchen mussten, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Meine Güte, wie groß der ist. Davon werde ich einen ganzen Monat lang satt. Danke, Potato. Und für dich? Hier sind die Schlüssel für dein Beiboot. Ausgezeichnet. War nur ein Scherz. Es hat keinen Schlüssel. Man zieht einfach an den Strang. Klar, das wusste ich. Ich befestige es an deinem Kutter. Wenn immer du eine Spritze machen willst, nähere dich einfach der Seite deines Bootes. Nice. Nice, nice, nice. Hey, Potato. Schön, dich zu sehen. Sehr gegrüßt. Kennst du den mächtigen Verschlinger? Dieser Unhold wird deine gesamte Garderobe verschlingen, ohne zu kauen. Wirklich? Er frisst Bretter aus Mahagoni? Ja. Nein, ich meine dein Outfit, deine Kleidung, jedenfalls kleine Artikel. Was ich sagen will ist, er hat meine Socke gefressen, glaube ich. Wir sollten jetzt mal langsam ins Bett gehen, denn unser Charakter ist ganz schön müde. Ganz schön müde. Er möchte ins Bett. Er möchte jetzt schlafen. Dam-di-dam-di. Schwupp-dip-dip-di-du. Laufen wir nach Hause. Gehen einfach ins Bett. Es gibt heute keine Pause. Nur bin in unserem Bett. Wäre so nett. ja. So. Schlaf dich ruhig mal aus. Hat er sich verdient. Nach all der Zeit. So. Ah, wie kommst du mit dem Fischhackes voran? Ja, ja. Hey Sarah, tut mir leid, ich bin noch nicht dazu gekommen, den Fischburger zu machen. Ja, ja. Fischburger. Warte mal, kann man hier... Oh, schade, ist leider zu. Ich wollte gucken, ob man vielleicht was Neues kaufen kann mittlerweile. Das Problem ist halt einfach, wie ihr seht, wir haben nicht mehr viele Quests offen. Ein Quest, was wir noch offen haben, ist die Bibliothek beim Rathaus. Und ich glaube, die Bibliothek beim Rathaus, dafür müssen wir die Anfragen erst erfüllen, kann das sein? Weil ich sehe hier halt keine Bibliothek, wenn ich ehrlich bin. Oh nein, ich bin wieder da. Nein, ich komme nicht weg. Oh, wenigstens wieder rausgekommen. Das ist echt eine schwierige Stelle dort. So, aber wo könnte die Bibliothek hier sein? Vielleicht war wir einfach nur zur falschen Uhrzeit dort. Okay, Team. Krisenmodus. Die Stadtkasse ist leer. Was ist die Lösung? Wir könnten Ressourcen verkaufen. Was denn zum Beispiel? Seit einem halben Jahrzehnt bringt diese Stadt nichts Bedeutsames hervor. Höchstens Folklore. Die Wiedereröffnung der Bibliothek muss Priorität haben. Wer weiß, welches Wissen wir unter Verschluss halten. Wenn die Stadt wieder fischen will, dann lass sie fischen. Repariere den Hafen. Was? Zuerst müssen wir den Sinn für das Erbe und den Stolz der Stadt wiederherstellen. Repariere den Uhrturm. Ruhe! Oh, Potato. Stehst du schon lange da? Lange genug. Darf ich vorstellen? Lady Tremblay, zukünftige Bürgermeisterin. Meine anstrengende Verwandtschaft. Offenbar bin ich zur rechten Zeit gekommen. Was muss repariert werden? Der Hafen. Der Uhrturm. Die Bibliothek. Stopp, ihr alle. Lily, Glückwunsch, du sammelst Spenden für den Hafen. Ethan, finde Investitionen für den Uhrturm und sei charmant, ihr beiden. Die Stadt muss tief schürfen, wenn sie überleben will. Rose, mein Schatz, sobald diese beiden Einrichtungen in Ordnung gebracht worden sind, typisch, du stellst dich immer auf die Seite der Kinder.
werde ich die Wiederöffnung der Bibliothek gerne unterstützen. Es ist alles eine Frage der Verhandlung. Die Stadt braucht Kapital, schlicht und einfach. Aber selbst wenn wir haufenweise Muscheln hätten, lief uns in puncto 100 Jahrfeier die Zeit davon. Aber ein Haufen Muscheln würde nicht schaden, oder? Ach, nun, es hat schon andere Wunder gegeben und das schwarze Brett der Stadt ist stets mit Anfragen überfüllt. Was immer getan werden kann, um die Sanierung des Hafens und des Uhrturms zu finanzieren, wäre äußerst willkommen. Moment mal, den Blick kenne ich. Was hast du vor? Die Stadt ist bereit, gutes Geld für außergewöhnliche Fische und Meeresfrüchte auszugeben. Sag es nicht. Und wo gibt es außergewöhnlichere Fische und Meeresfrüchte als bei den Thermalquellen? Du musstest es sagen, was? Wir konnten uns mit dem Verkauf von Fängen aus der Bay gerade so durchschlagen. Und wie der Bürgermeister sagte, die Stadt muss tiefer schürfen. Das tun wir auch. Bist du nicht deswegen gekommen, um die 100-Jahr-Feier zu unterstützen? Es war nicht nur das. Natürlich will ich helfen, aber zuerst brauchen wir ein kleineres Boot. In der Two Cats werden wir niemals die Geysiruntiefen überqueren. Ich habe ein kleineres Boot, Schätzchen. Ich habe ein kleines Boot. Aber der Part ist vorbei. Der Part ist vorbei. So, liebe Freunde, wir sehen uns wieder im nächsten Part und dann geht's los mit dem kleinen Schiff. Und bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Ciao.